Kairo, laufst du schon? Ja, Professor. Ich laufe. Hallo, mein Name ist Professor Albert Alpensteiner. Ich bin Doktor der Parapsychologie, der Paraphysik sowie der Dämonologie. Sie sind heute hier bei mir in meinem Labor, den Alpensteiner Laboratorien. All die Geräte, die Sie hier sehen, wurden von mir entworfen und gebaut. Sie stellen den absoluten Zenit der technischen Errungenschaft unserer Zeit dar. Wir werden diese Geräte heute nutzen, um die bis jetzt nicht anerkannten wissenschaftlichen Felder der Telekinese, der Telepathie, vielleicht, wenn wir Zeit haben, auch der mir persönlich sehr wertvollen Orgonenergie zu untersuchen. Heute bei uns ist Julia. Hallo Julia. Hallo. Julia ist ein Medium. Ich werde nun Julia einer Serie von mir entworfenen Tests unterziehen, um den Fortschritt ihrer Kräfte zu messen. Ich wurde auf Julia aufmerksam über ihre Mutter, die sich besorgt an mich wandte, weil Julia Play-Doh aß. Ist. Die Therapie war nicht erfolgreich. Nichtsdestotrotz, der Parapsychologe in mir war von Anfang an fasziniert von dem Fall und ich sah in Julia immer mehr als nur ein verzogenes Gehör, das Plastikspielzeug frisst. Julia, seit wie vielen Jahren kennen wir uns? 14. Seit 15 Jahren teste ich in regelmäßigen Abständen Julia. Ich muss ehrlich sein, ich habe bis jetzt keinen empirischen Beweis dafür, dass Julia über Psi-Fähigkeiten in irgendeiner Art und Weise verfügt. Ab und zu zweifle ich an ihren höheren Hirnfunktionen. Nichtsdestotrotz, wir werden mit den Tests nun beginnen. Vielleicht haben wir ja heute Erfolg. Kai-Uwe, Test Nummer 1. Kai-Uwe, notiere, Test 1 zeigt keine Wirkung. Weiter zu Test 2. Bei Test Nummer 2 geht es darum, ob Julia in der Lage ist, zu erraten, was sich auf diesen Karten befindet. Bereit, Julia? Hm? Julia, was ist auf dieser Karte? 11. Herr Uwe, mach einen Schnitt. Julia? Erbärmlich. Bei Test Nummer 3 geht es darum, Julias extrasensorische Fähigkeiten zu testen. Professor? Ja, was ist denn, Kai-Uwe? Ich wollte nur noch mal fragen, dass Sie sind sicher, dass mir das bei der Universität angerechnet werden kann, das Praktikum, oder? Ja, natürlich, deshalb bist du ja hier. Okay. Kai-Uwe, notiere, das Ergebnis ist negativ. Kai-Uwe? Kai-Uwe, hast du das gehört? Was? Kai-Uwe? Ja. Notiere, das Ergebnis ist negativ. Ja, ja, jawohl, Professor. In welcher Hand habe ich das Zucker? In welcher Hand ist das Zucker, Julia? Hier.
Kai-Uwe? Ja, Professor? Notiere 17 cm. 17 cm, sehr wohl. Neununddreißig Zentimeter notiert. Oh Gott, Julia! Was ist? Tut mir aber leid. Kein Wort. Bevor wir mit dem nächsten Test weitermachen, erlauben Sie mir ein paar erklärende Worte. Für das ungeschulte Auge sieht es so aus, als würde Sie einen Hut aus Aluminiumfolie tragen. Das ist nicht richtig. Es handelt sich hierbei um Staniolpapier. Aluminium hat nicht die erforderliche Dichte, um Gedankenkontrollenwellen zu blocken. Es geht bei dem Test darum herauszufinden, wie gut dieser Staniolhelm Ihr Gehirn vor diesen Wellen schützt. Für den Test habe ich hier einen Mikrowellensender. Wäre Ihr Hirn nicht von dem Staniolpapier geschützt, würde Sie unerträgliche Schmerzen erleiden, sobald ich dieses Gerät einschalte. Bist du bereit, Julia? Kai-Uwe? Kai-Uwe? Ja, Professor. Herr Professor, ich glaube, sie hat Schmerzen. Normal. Sind Sie sicher? Normal. Ich glaube, Sie haben stärker gedreht, Herr Professor. Oh Gott. Oh mein Gott, Herr Uwe. So, damit beenden wir unsere Experimentreihe für heute. Alles in allem, bin ich der Meinung, es war sehr erfolgreich. Wir werden natürlich mit den Experimenten weitermachen, sobald Julia aus dem Krankenhaus entlassen wurde und man in der Lage ist, den Speichelfluss zu kontrollieren. Nichtsdestotrotz, sehr aufschlussreich. Guten Abend.